Hallo und willkommen zurück zu Windforge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind in... Wie hieß der Ort doch gleich? Wurstein. Und unsere Aufgabe ist es, Karin zu finden. Und... Ich habe da so eine Ahnung, wo Karin sich aufhalten könnte. Weil wenn ich mich verstecken würde, dann würde ich das auch dort tun. Okay, das ist sie schon mal nicht. Aber es geht hier auch noch tiefer runter, also. Sind wir hier irgendwann mal in ein paar Bäume reingeflogen? Uhuhuhu. Da hat aber jemand etwas viel Schwung. Warum bist du gesprungen? Wahrscheinlich, weil ich dir das gesagt habe. Weisheitstraining. Nee, das brauchen wir weniger. Ricky Löwenherz. Mhm. Okay. Erste Vermutung schon mal nicht richtig. Wie sieht's mit dem hier aus? Tödliches Wuffen. Als ob wir sowas jemals benutzen würden. Gut. Hier kommen wir also erstmal nicht weiter. Du bist auch nicht Karin. Doch, es ist Karin. Bevor du irgendwas machst, hör mich an. Ich habe euch nicht absichtlich verkauft und ich bin kein Spion. Du musst mir glauben. Mhm, ist klar. Als ich die Händler der Wolken kontaktiert habe, hat er angedeutet, dass der König größere Pläne für unsere Forschung hätte. Ich war nicht sicher, ob ich ihm trauen könnte, also habe ich ein bisschen selber nachgegraben. Ich bin ins Studienzimmer eingebrochen, um zu sehen, ob ich irgendwelche Informationen finden könnte. Unglücklicherweise hat mich eine Wache erwischt, während ich geguckt habe. Ich habe es geschafft zu fliehen und bin dann hier untergetaucht. Ich weiß nicht, was er plant, aber der König hat den Magnum Opus seit Jahren erforscht. Sieh dir diesen Text an, den ich vom Schreibtisch des Königs gestohlen habe. Entschuldigt bitte. Diese Notizen sind definitiv seine Handschrift. Ich hätte versuchen, dich zu kontaktieren, bevor du ihm geholfen hast. Der Magnum Opus ist gefährlich. Wusstest du, was der Magnum Opus tatsächlich ist? Es wird angedeutet, dass der Magnum Opus nicht einfach nur irgendein ordinäres Objekt ist. Es ist der gesamte Kern der Welt. Ups. Wer kann schon wissen, was passiert, wenn so etwas aktiviert wird? Warte, riechst du das? Was passiert hier? Oh, der Gasozean steigt. Könnte das wegen dem Magnum Opus sein? Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir müssen den König aufhalten, nur falls er dafür verantwortlich ist. Das hier sind meine Leute. Ich muss ihnen helfen, die Stadt zu evakuieren. Geh zum Tempel von Cordeus, der auf deiner Karte markiert ist. Finde den König und halte ihn auf. Okay, aber ich weiß gar nicht, was ihr euch so aufregt. Das ist doch nur ein bisschen Gas.
also... Ach, ihr tragt keine Gasmasken! Ja, das ist natürlich... dann schon ein ärgerliches Problem. Dagegen solltet ihr eventuell Gasmasken anziehen. Okay, hatte ich jetzt eigentlich gar nicht mitgerechnet, dass wir storymäßig so schnell in Richtung Ende marschieren. Okay, im Endeffekt einmal hier rüber, dann runter. Leute, locker bleiben, durchatmen. Ne, wartet, Scheißplan. Locker bleiben, nicht sterben. Wer hat die ganzen Inseln hier hingesetzt? Noch mehr Inseln. Gut, dass das Schiff nicht zu breit ist. Ich hätte es ja noch dreimal breiter bauen können. Und Mist, hierfür ist es trotzdem zu breit. Dafür, dass diese Gegend mal bewohnt war, ich denke mal, das wird nicht sehr lange so bleiben, haben sie aber die Verkehrsanbindung extrem schlecht aufgebaut. Man sollte da ein Schild hinstellen, Vorsicht, Sackgasse. Oder maximale Schiffsbreite 25 Blöcke oder sowas. Okay, das mit dem Gas betrifft offensichtlich auch alle anderen Gebiete. Ach, fliegt doch wohin ihr wollt. Mal sehen. Wir müssen noch ein ganzes Stück hier rüber fliegen, dann runter. Für den Fall der Fälle. Eigentlich hatte ich irgendwie für etwas länger gehofft. Ich meine, wir haben, also ich habe, glaube ich, letztens 37 Stunden gesehen als Spielzeit insgesamt. Also inklusive der Grinding-Orgie von letztens. Viel Spaß an dem Spiel gehabt. Ich wäre durchaus interessiert, Teil 2 zu kaufen, wenn es so etwas mal geben sollte. Das Konzept ist fesselnd. Die Welt könnte natürlich größer werden und mehr Städte haben und ein bisschen... vielleicht auch der ein oder anderen unabhängigen Bergbauorganisation oder so. Vielleicht ein paar Nebenquests. Generell finde ich das Spiel so wie... nur irgendwie hätte ich mir jetzt etwas mehr Story erwartet. Naja, was heißt erwartet, ne? Wir haben Schiffchen... hochgearbeitet zu einem Kapitän eines Vulkanstahl-Kampftitanschiffes, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir hatten ja noch vor, das Schiff zu erweitern, was ich mir übrigens auch gerne noch ausprobieren, dann nicht mehr weitermachen können. Mhm, noch eins, zwei weiter. Was ich schade finde, ist, dass... gerade durch die Tatsache, dass man das Schiff nicht wenden kann, frisches Schiff zu bauen. Mit dem Antrieb auf einer Seite und halt Geschützen auf der anderen. So wie das Spiel aufgebaut ist und diese symmetrische Bauweise, die an sich nicht schlecht, aber hin und wieder schon ein bisschen langweilig ist, wenn wir mal ehrlich sind. Mal so ein Schiff komplett krumm und schräg zu bauen. Nein, nein, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Nicht so eine Welt, so ein Schiff komplett schräg und ein bisschen krumm. Dadurch, dass halt Kämpfe in diesem Spiel auch sehr, sagen wir, von der Bauweise des Schiffes abhängig sind.
ist man natürlich schon ein bisschen darauf fixiert, nach Möglichkeit eben. Naja, ihr wisst, was ich meine. Momentan ist unser Schiff ja wirklich absolut darauf ausgelegt. Deswegen halt die Auslegerarme mit den, wo wir angegriffen werden. Mindestens zwei Geschütze können immer gleichzeitig feuern. Im Idealfall, wenn die Entfernung etwas größer ist, sogar drei oder vier. Okay, noch ein. Zwei runter. So. Dazu hatte ich jetzt einfach mal ein bisschen Lust. Und sowas passiert, wenn man dann versehentlich in seine eigenen Geschosse reinfliegt. Dann muss man eben kurz anhalten und sein Schiff wieder ein bisschen flicken. Wobei ich sagen muss, ich hatte schon schlimmere Schäden an unserem eigenen Schiff angerichtet. Das war natürlich in der Bauphase, als ich das ganze Konzept dann auch mal ausprobiert habe. Aber so generell muss ich sagen, dadurch, dass ich die Türme ein bisschen nach außen gesetzt habe, hat doch immens geholfen. So, noch einen runter. Und zwar möglichst nah am Rand, dass wir nicht versehentlich in irgendwelche Inseln rein crashen. Sollte uns eigentlich nicht großartig beschädigen, wenn wir das tun. Aber man weiß ja nie. Hiermit jetzt spontan dann durch sind, werde ich eventuell dann noch eine Folge einbauen, in der wir noch mal ein bisschen mit Schiffsbau rumexperimentieren. Ich hatte ja gesagt, wir versuchen mal ein möglichst schnelles Schiff zu bauen. Und ja, ansonsten, ich hätte, was ich an sich auch sehr gerne ausprobieren würde. Es hat zwar relativ negative Spiele in der Art gespielt. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unheimlich. Okay, den Dingern weichen wir mal ganz vorsichtig aus. Wohoho! Hier ist aber mal was falsch gelaufen, oder? Böser Kraken. Fliegen direkt mal ein Stück runter. Wir waren wahrscheinlich viel zu hoch, um den Tempel zu finden. Ja, da ist der Pfeil. Jetzt sind wir wahrscheinlich auf einer etwas besseren Höhe. Ist das Gas wieder dünner? Ja, komm schon, stirb schon. Wie viele tausend Lebenspunkte hat so ein Vieh?
fragte er und sollte eigentlich die Antwort schon kennen. So. Jetzt zeigt er wieder nach oben an. Jetzt bin ich aber doch ein wenig irritiert. Und das hatte ich eigentlich nicht vor. Einfach mal, um zu gucken, wie das so mit den Ressourcen hier aussieht. Natürlich auch eine Art von Bergbau, könnte man so sagen. Mhm. Gut, wir sollen also jetzt doch wieder nach oben. Haben wir den Tempel übersehen? Oder ist der so klein, dass wir den tatsächlich nicht gesehen haben? Oder mache ich hier... Ahahaha! Jetzt haben wir ihn. Ja, sieht auch ein bisschen stürmischer hier aus. Abgespaced. Okay. Fallgrube. Nicht, dass wir das Geld bräuchten. Ich bin einfach nur neugierig. Autsch, musste das sein? Natürlich musste das sein. Hmm.
Gut, generell um Fallschaden mache ich mir natürlich überhaupt keine Sorgen. Das ist ja klar. Die Frage ist nur, wo müssen wir hier überhaupt hin? Ah, okay, der Pfeil könnte natürlich so eine grobe Richtungsangabe sein. Gut, dass wir uns ordentlich ausgerüstet haben. Ach, auch nur ein Lebenssteinfragment. Ätherkind Strahlenkanone. Verbraucht Ätherkin-Munition. Stopp den König. Der Rückstoß hält uns an der Decke. Adamantium-Plattenhandschuhe. Wir machen jetzt genau dasselbe, was wir bei allen anderen Tempeln auch gemacht haben. Wir gehen im Zweifel durch die Wand. Guter Sprung. Thank you.
Hey. Ah, da ist jemand auf Stacheln gefallen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo wir lang gehen sollen. Aber im Zweifelsfall geht durch die Wand ja immer. Der Timer meldet sich gerade. Hier haben wir noch eine Schatzkiste. Herzsteinerz. Okay, ich mache jetzt einen Schnitt und dann schauen wir mal, ob es noch für eine zweite Episode reicht. Wenn nicht, dann schneide ich das nachher alles zusammen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war bisher schon recht spannend und ich bin gespannt, wo es noch hinführen wird. Und ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.